Ja, hallo, meine lieben Magic-Freunde. Willkommen zu einer neuen Magic-Folge. Ja, beim letzten Mal habe ich mich entschieden, da haben wir Kickstart ausprobiert. Ich wollte jetzt mal was anderes machen. Kickstart-Folge war schön und gut, aber was ich euch mal zeigen wollte, was ich mal spielen wollte, habe ich jetzt entdeckt. Kickstart läuft übrigens noch weiter. Man kann es einfach fortsetzen. Auch interessant, wusste ich gar nicht, dass das geht. Wenn man jetzt wieder spielen muss, glaube ich, schauen wir mal kurz rein. Ach, da muss man aufgeben. Aber zwei Siege habe ich schon. Wie ihr sehen könnt, da habe ich offscreen nochmal weitergespielt und dann halt doch nochmal gewonnen. Aber ich weiß jetzt nicht. Nochmal aufgeben. Ich glaube nämlich, da gibt es jetzt nichts mehr. Ich wollte auch mal ein anderes Deck dann testen. Was ich euch mal zeigen wollte, das habe ich jetzt vor kurzem erst gespielt, obwohl ich ja schon längere Zeit Magic spiele, habe ich den Standard-Event für mich entdeckt. Ich zeige ihn euch mal. Wir spielen mal ein, zwei Partien, je nachdem. Es dauert bei mir nicht so lange. Ich habe schon festgestellt, er ist ziemlich diffizil und schwierig. Er kostet nicht viel, wie ihr sehen könnt. 95 Edelsteine oder 500 Gold. Das ist an sich super billig. Du kannst drei Matches verlieren. Dann bist du natürlich ausgeschieden. Gewinnen kannst du Gold und Karten. Folgendes, hab ich jetzt festgestellt. Ich habe den Modus ja schon ein paar Mal gespielt. Es ist so, dass es ziemlich starke Gegner sind. Na, das sind ja Standard-Deck mit den aktuellen Sets. Kann man sich einfach irgendein Deck zusammenstellen, was man will. Das Beste vom Besten sozusagen. Und da spielen die Leute auch. Man merkt, hier geht es halt um Gold. Die Leute wollen Gold und die Karten haben. Ich bin so zwiegespalten bei dem Modus. Einerseits finde ich ihn gut, denn man kann mit wenig Einsatz eigentlich ziemlich viel gewinnen. Nämlich sogar wenn du ausscheidest, wenn du 0 Siege hast, hast du 100 Gold. Das heißt, wenn du 500 Gold bezahlt hast, hast du nur einen 400 Gold Einsatz. Und du bekommst drei häufige Karten, was finde ich ziemlich gut ist für 400 Gold. Drei nicht ganz so häufige, meine ich nicht häufige. Drei nicht ganz so häufige Karten, was ziemlich gut ist. Wenn du dann hier ein Sieg auch nur einfährst, was ja meistens der Fall ist, einmal stehen die Möglichkeiten schon ziemlich gut, dass du gewinnst. Dann kriegst du dann 200 Gold, das heißt, dein Einsatz war nur 300 Gold. Und dafür kriegst du drei Rare-Karten. Drei Rare. Ach Gott, was, ich hab's heute mit den Karten. Drei nicht ganz so häufige Karten. Ist doch in Ordnung, findet ihr nicht? Also, ich finde das ziemlich gut. Das ist das Gute daran. Das Schlechte daran ist, dass die Decks, die hier gegen einen spielen, zu über 50% habe ich festgestellt, Mono-Red-Aggro sind. Also ziemlich, ja, sagen wir mal, ziemlich, die fahren halt das ganze Aggro, den ganzen Aggro-Modus auf. Die haben dann diese Embercleave, glaube ich, heißt sie, diese Schmiede. Dann haben sie, die haben da diese kleinen Kreaturen, Annex und dann dieser Doppelschaden und so. Also gegen diese Aggro-Decks, Mono-Red-Aggro, ist ziemlich schwer zu gewinnen. Ich habe jetzt gar nicht die Kartenmöglichkeiten, auch sowas zu spielen. Ich würde es mal testen. Habe ich noch nicht so in der Form, wie es hier geschieht, gespielt. Aber es hat natürlich auch einerseits ziemlich, ja, ziemlich stark, andererseits auch ziemlich langweilig, sowas zu spielen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir spielen jetzt einfach mal, dann seht ihr das schon. Also es ist wirklich ziemlich starke Decks. Also dazu gewinnen ist schon ziemlich stark. Ziemlich schwer. Ich habe jetzt ja die Edelsteine verwendet, 95 ist jetzt nicht so viel. Und dann habe ich die Chance, halt nur mit ein paar Edelsteinen ein bisschen Gold abzugreifen. Und drei nicht ganz so häufige Karten haben wir schon. Deck, ich habe mir noch ein paar gebastelt. Mal schauen, welche ich nehme. Also am besten, ich habe hier auch angefangen, so ein Mono-Red-Deck zu basteln. Das kann ich euch vielleicht mal zeigen. Habe ich hier so ein bisschen um den hier herum gebaut. Vielleicht für später nur ein kleiner Teaser. Das Deck will ich aber jetzt nicht nehmen. Und nochmal zurück. Um den, wie heißt der Humpel? Wo ist er denn? Hallo. Humpelteufel. Denn den habe ich auch kennengelernt. Der ist eigentlich ziemlich geil. Von M29. Zwei Mana. 2-1. Erstmal nichts Besonderes. Aber versuch Trampelschaden, was später wichtig ist. Denn du kannst Kreaturen opfern und dann legt er
oder bekommt eine 1-1-Marke auf sich hin, auf sich drauf. Was ziemlich stark ist, wenn du so ein bisschen Opferkreaturen da hast. Finde ich eigentlich ganz cool. Auch ein bisschen was anderes. Gut. Aber wir starten mal das Markendeck. Mit dem Markendeck, das kennt ihr schon, das habe ich schon das ein oder andere Mal gespielt. Ja, das Deck kannst du dann nicht mehr tauschen. Alles klar. Also mein Bestes war bis jetzt mal 4 Siege. Das war das Beste. 0 Siege waren auch dabei. In der Regel 1 oder 2 Siege werden wohl drin sein, je nachdem, wie gut der Kartenzug von uns ist. Und diese Mono-Red-Geschichten sind ziemlich unmöglich zu besiegen. Für mich jetzt, für mein Kartendeck. Habe ich jetzt noch nicht so die passende Antwort gefunden. Ich dachte, so Mono Black wäre eine gute Antwort, aber es hat sich auch nicht so als Erfolg herausgestellt. Gut, schauen wir mal. Also dieses Token, der kennt ihr ja schon ein bisschen. Ich habe es noch, ja, behalten wir mal. Ich habe es noch ein bisschen modifiziert. Also ein bisschen modifiziert, ein paar Kleinigkeiten. Die größte Neuerung ist, dass ich Ugin drin habe, den Planeswalker für 8 Mana. Der ist hier wohl ends krass. Also den habe ich vor kurzem entdeckt, auch als ich hier gespielt habe. Die spielen hier wirklich mit den besten, mit den Creme de la Creme Karten, würde ich sagen. Etliche mythische Karten. Und da habe ich den auch das ein oder andere Mal gesehen, in Aktion gesehen. Und ja, da dachte ich mir, mal den Schleim. Und da dachte ich mir, den Schlamm, nicht den Schleim, den muss ich auch haben. Der ist so krass. Also mit den 3 Fähigkeiten, der ist wirklich overpowered. Häufig ist das sogar so, ich hatte den jetzt, der hat mir zweimal den Arsch gerettet, den habe ich auch zweimal gespielt, also mehrmals gespielt, aber bei zweimal hat er mir das, hatte das komplette Spiel gedreht, dass ich den raus hatte. Und ja, der hat super Fähigkeiten, werdet ihr vielleicht nochmal Aktion sehen dann, wenn ich ihn bekomme. Mit dem Deck geht er ja auch, 8 Mana, 8 farblose. Hab mir gedacht, der ist ein bisschen teuer, aber hier, ich habe ja auch, ne, hier, der große Steinkreis bringt ja auch Mana. Habe ich hier eine Kreatur im Friedhof, die ich opfern kann? Nein, noch nicht. Ja, jetzt wird der Raptor. Ja, egal, spiele ich den Raptor noch, oder? Puh, eine Runde später wäre auch nicht schlecht. Oh, ich weiß nicht. Ja, ist jetzt die einzige Möglichkeit. Egal. Meine Raptor auch. Wucherung bringt jetzt leider nichts. Aber wenn er eine Kreatur vernichtet, kann ich immer noch den aasfressenden Schleim anwenden. Wobei er wird natürlich den aasfressenden Schleim vernichten. Ja, gut, die Decks ähneln sich ziemlich von den Gegnern eigentlich. Dann haben wir so Control-Decks, habe ich selten gehabt. Doch auch mal so mit ziemlich mächtig viel Counter. Das ist jetzt eher ungewöhnlich. Eigentlich so oft habe ich das jetzt noch nicht gehabt. Grün. Aber es ist auch, er bekommt viel Mana, hat schon 4 Mana. Zusätzliches Land spielen, also rammt ordentlich Mana. Und der ist ein guter Blocker, jetzt können wir gar nichts machen irgendwie momentan. Ja, ich hoffe mal, dass 1 oder 2 Siege drin sind. Aber ihr werdet sehen, die Gegner sind echt stark. Er hat sich jetzt auch hier mit den, hat sich auch hier mit der Hexerei eine Karte aussuchen können. Ja, ich mache jetzt nichts, ne? Was soll ich machen? Ja, ich nehme mal das Bande Licht. Eigentlich sollte ich es mir für später aufbewahren. Oder nein, warte mal. Ich könnte ihn ja auch lostreten. Ah, schwierig. Vielleicht beim nächsten Zug. Nehme ich mal das Bande Licht. So, ihn weg und dann mit beiden angreifen. Kommen wenigstens 2 Schaden mal durch. Okay, bis jetzt läuft es doch gut. Aber ich glaube, unser Gegner, wie heißt er denn? Acklet. Acklet hat da noch einiges in der Hinterhand, denn er braucht viel Mana. Das heißt, er hat da auch mächtige Kreaturen, die bestimmt gleich kommen. Wobei 4 Mana hat er jetzt nur, ist nicht so viel. Was hat er denn? Sümpfe. Jetzt hat er den nochmal den. Es hat die gar. Gar nichts gebracht. Na, er hat Sümpfe und Wälder. Und was ist jetzt? Oh Gott. Warum kann das alles erzeugen? Was, die können jetzt alle Farben erzeugen? Krass ist das denn? Ah ja, Vito. Da habe ich auch so ein.
Schwarzes Deck, mir konstruiert schwarzes Deck mit Lebensverknüpfung und Todesberührung. Da habe ich den auch drin. Der ist auch ziemlich cool. Da bekommst du einen Lebenspunkt. Nee, wenn du einen Lebenspunkt bekommst, dann bekommt der Gegner einen Schadenspunkt. So. Ja. Aber was? Darfst du nicht hinzu? Länder, die Kurse haben zusätzliche Abenteuer. Alle Standardlandtypen. Oh, das ist schon cool. Der ist ja geil. Der ist ja geil. Der ist ja super geil. So. Okay. Ja, und dann kriegt die Marke. Achso, ich habe keine Marke verteilen. Eieiei. Oh, ich habe auch nichts, was ich hier so entgegensetzen kann momentan. Und die Zeit arbeitet nicht unbedingt für mich. Er hat allerdings nur noch zwei Handkarten. Ja, aber wenn er gute Handkarten hat, dann hat er immer noch bessere Karten als ich hier mit meinen komischen Ländern. Zwei Schadenspunkte. Ja, soll ich vielleicht noch seine Karten aus dem Friedhof entfernen? Vielleicht. Ob er sich die Bier holen kann. Keine Ahnung. Ah, mit der Kombination? Genau, die habe ich auch. Habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Gute Kombination. Wenn ich zwei Schadenspunkte bekomme, dann bekommt. Ah, nee, es ist ja nicht. Okay, das synergiert nicht. Oder? Du fügst dem Ziel deiner Wahl zwei Schaden und du hast zwei Lebenspunkte dazu. Aha. Ja, dann kriege ich ja vier Schadenspunkte mit Vito zusätzlich noch. Ah, ist schon gut, er nimmt die Karten. Ah, die Karte ist auch gut, grauenhafte Präsenz. Oh, der ist jetzt eigentlich ganz cool. Was holen wir uns denn? Ich habe noch die Krasis, glaube ich, heißt sie. Also brauche ich noch eine Insel. Wäre ziemlich cool. Krasis, ich brauche eine Insel. Eine habe ich noch reinpackt, genau für solche Momente. Jetzt Basri oder den großen Steinkreis? Na. Ich mach das jetzt mal so. Er hat ja Wachsamkeit. Super gut, 5-5. Greifen wir mal an. Mal sehen, ob er was opfert. Ja. Cool. Gute Kombination, finde ich, mit Wachsamkeit und Basri, ne? Unser Movu, der treue Begleiter, der Movu, ist super. Goldene Gans. Ja gut, Mana, glaube ich, braucht er jetzt nicht unbedingt. Oh, zwei goldene Gänse. Ah, kriegt halt Lebenspunkte. Nicht schlecht. Kann auch gleich opfern. Ah, die Hydra ist sehr, sehr gut. Ich muss ihn jetzt vernichten. Warte, erstmal ein Steinkreis vielleicht. Kann ich die Hydra halt immer noch spielen? Ja, aber nicht mehr. Ah, vielleicht war es ein bisschen gierig jetzt. Er hat schon 7 jetzt. Ist schon cool. Er hat halt keine Handkarten mehr. Da suche ich auch noch einen Wald. Wobei, Wälder brauche ich eigentlich nicht mehr, weil ich habe ja meinen Steinkreis. Aber falls der Steinkreis vernichtet wird, noch einen Wald. Und hauen wir uns noch zwei Lebenspunkte rein, würde ich sagen. Und Angriff. Ach, ich finde es ja schön, wenn er keine Handkarten mehr hat. Wunderschön. Er lässt alles durch. Was ist los mit dir? Oh, das ist ja eine gute Kombination. Oh, das habe ich ja gar nicht so gesehen. Mit dem Food? Mit den. Ach, was ist diese Zitadelle? Also mir opfere die 10 nicht. Jeder Gegner verliert 10 bleibende Nichtlandkarten. Jeder Gegner verliert 10 Lebenspunkte. Anschauen, du kannst um. Was ist jetzt schon wieder los? Und noch so einen Typen. Meine Güte. Wo kriegst du denn den ganzen Karten her? Du hattest gerade die ausgespielt. Du hattest doch gerade eben nur eine Karte, die gezogen hat. Nein, mein Basri! Ich verstehe nicht, wie er da. Wo kommen die Karten her? Ich verstehe gar nichts.
Du kannst dir zu jedem Zeichen die oberste Karte der Wittigen anschauen. Du kannst oben von der Wittig Länder spielen und Zaubersprüche wirken. Oh, die haben mich jetzt fertig gemacht, die Karte. Die war jetzt. Guck das mal. Wahnsinn. Die haben mich jetzt fertig gemacht. Aber er hätte auch nicht mehr lange überlebt. Aber die Karte, was ist ja der Bringer für sowas? Die Karte ist ja. Aber, seht ihr, das Gute ist. Bolas Zitadelle. Wow. Mit dem Teil hier, du kannst zu jeder Zeitpunkt die oberste Karte deiner Bibliothek anschauen. Du kannst von oben deine Bibliothek Länder spielen und Zaubersprüche wirken. Also kann jetzt praktisch jedes Zeit, also unendlich viele Länder spielen mit dem Teil, oder was? Also dieses Teil hat ihnen ja einen Sieg gebracht. Lecco mio. Naja, das meinte ich, wie gesagt. Puh, ziemlich, ziemlich schwierig, mir zu gewinnen, aber wir ziehen es durch. Nächstes Spiel. Ah, diese Zitadelle in Kombination mit diesem grauenhaften Übel oder was das war. Sehr, sehr gut. Ja, aber das hat mir jetzt gefallen, das Spiel war ein gutes Spiel. Das meine ich, dass das Deck, was der Gegner jetzt hatte, das war so schön. Das war ein bisschen. Finde ich jetzt nicht so langweilig, unkreativ. Nee, hatte was. Natürlich habe ich die schon öfter gesehen, die Karten, aber in der Kombination hat es mir jetzt super gefallen. Also kannst du nichts sagen. Okay, passt. Wir kriegen hier ein bisschen Mana. Mal schauen, ob wir jetzt gegen besagtes Aggro-rote Deck spielen. Die Chancen stehen hoch. Ah, wieder grün. Gut. Bin eigentlich immer froh, wenn ich jetzt gegen kein Aggro-Deck spiele momentan. Da muss ich schon ein gutes Kartenglück haben, um dagegen eine Chance zu haben. Ah, auch grün-weiß. Hallo. VG Monkey. Schön. Schön, 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 schön. Boah, super. Wir können ja richtig Marken drauflegen jetzt. Wir legen jetzt gleich mal eine Marke drauf auf dich, meine Liebe. Und können noch Basri spielen dann. Boah, ist das geil, oder? Ist die Einsatzverzögerung? Nee. Noch nicht mehr. Ey, Basri, Gideon können wir spielen. Cool. Und du, ja, du kriegst mal einen Plus. Das war's. Guter Zug. Komm schon, jetzt sieht's gut aus. Hände reiben, Hände reiben. Ein Sieg muss drin sein. Ich überlege mir, ob ich jetzt ihn hier vernichte. Ja, doch, mit dem Teil hier. Und dann angreifen. Und danach die Hydra spielen. Und die dann auch eskalieren lassen. Oh, das habe ich auch schon öfter gehabt. Das ist so ein Deck, in dem man die hier verstärkt, ja. Okay, wir haben unsere 5. Nein, genau. Ach, gut, gut, gut gespielt. Gut gespielt, mein Lieber. 5. Kriegen wir 5 hin? 3, können wir genau 5 hin. Vernichten wir dich. Also das. Oder. Warte mal. Nee. Ich mache das damit jetzt. Legen wir mal noch eine Marke drauf. Dann hat sie 4, 2. Und ich kann ihr 3 geben, dann hat sie 5. Passt, oder? Die uralte Macht, sehr gut. Unsere Ruinen wird zur Kämpferin. Ja, sehr gut. Und weiter zum Kampf. Was ich noch gesehen habe, dieselbe Taktik. Also man verstärkt Kreaturen dann mit diesen Zaubern. Dann habe ich noch, das habe ich gesehen mit, wie heißt, mit Lorax, glaube ich, heißt er. Diese 3-2-Kreatur, mit denen man halt Verzauberung aus dem Friedhof wieder spielen kann. Das war eigentlich besser. Schicke zwei andere Karten aus dem Friedhof ins Exil. Man kann die immer wieder befreien. Ups. Okay. Wachsamkeit. Wenn der Captain. Nö, da mache ich jetzt meine Hydra mit voller Kraft. Kriegt sie 6. Warum nicht?
Volle Kraft voraus. Ist ja nicht unzerstörbar. Ja, soll ich ihn jetzt noch... Soll ich jetzt noch verstärken? Noch nicht. Warte ich noch. Mache ich vielleicht bei Vaseri dann. Eieiei. 9-9? Was? Ah, dankeschön. 9-9 Kreatur. Meine Kreatur ist stärker geworden. Jetzt hat sie nur Trampelschaden verloren. Tja. Ob er das gewusst hat, mein VG-Monkey? Ob du das gewusst hast? Oh, er gibt auf. Ja. Super. Obwohl ich nur eine Handkarte hatte und er hat 26 Lebenspunkte. Er hat sogar 6 mehr gehabt als ich. Also, sie, die Gegner wissen schon, was Sache ist. Ne? Also, frühes Aufgeben aufgrund von Ahnung im Spiel anscheinend. Ich wusste schon, keine Chance mehr. Ja, wobei keine Chance ist ja ein bisschen übertrieben. Er hatte ja schon noch Chancen. So, ja gut, erste Aufnahme jetzt wieder seit ein bisschen längerer Zeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und das Event hier, unser Standard-Event, ist noch nicht vorbei. Ich werde natürlich weiterspielen und werde die Aufnahme auch hochladen und ihr werdet sehen, wie es ausgeht. 1-1 bis jetzt läuft ganz gut. Okay, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ciao, Leute.